Hallo und herzlich willkommen zurück zum Bärenkroaten. Ja, wir zocken wieder Little Nightmares 2 und wir sind in dieser komischen, was ist das, Krankenhaus, Gefängnis oder Irrenanstalt. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall sind da irgendwelche Puppen, die uns jagen und vorhin waren auch irgendwie lebendige Hängende. Das war auch nicht so yummy und ich werde mal gucken, was auf uns zukommt. Also, lange genug gelabert, wir legen jetzt hier direkt los. Es ist verdammt dunkel hier drin. Ich mache gleich die Taschenlampe an, wenn ich den richtigen Knopf dazu finde. Und es ist echt wirklich spooky hier. Ich hätte keinen Bock auf diese Ecke hier mit den ganzen Puppen, ey. Das ist wirklich eklig. Beweg dich. Hopp, hopp. Mach Licht an. Licht an. Licht an. Okay. Ich hab's herausgefunden. Oh Gott, das wird jetzt wieder eklig. Der bewegt sich nicht, ne? Überlege, wenn man jetzt hier am Rand lang läuft, immer noch vielleicht. Nein! Und? Geht schon mal gut los, wa? Oh Mann. Kann man da einfach durchrennen? Was meint ihr? Oh Gott. Die andere Puppe bewegt sich auch. Da muss man doch irgendwie ganz einfach durchkommen. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Habe ich ihn nicht gerade angestrahlt? Gott. Wieso bewegt die sich so schnell? Das ist so unfair. Das ist so unfair. Das muss doch mal jetzt hier klar gehen. Soll der wohl Bullshit? Nicht, na, kriechen brauchst du nicht. Ich habe ihn noch angestrahlt. Ich dachte, wenn man die anstrahlt, bewegen die sich nicht. Was ist denn das für ein... Scheiß. Ist da irgendwo ein Lichtschalter oder was? Es kann doch nicht sein, dass ich da jetzt nicht durchkomme. Okay, haben wir einen doofen Zufall jetzt hier entdeckt, dass wir hier so einfach raus können? Geh da rein, Mann, du sollst da runtergehen. Kann er jetzt nicht da rein, weil da jetzt ein mächtiger Vorhang davor ist? Das ist ja auch ganz blöd, da durchzugehen. Was ist denn das für eine Scheißecke jetzt hier? Das ist ja echt belastend. Sorry, der Gruselfaktor ist schon weg, weil es einfach nur noch nervig ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Echt nicht. Brech gleich ab. Wirklich. Schnauze voll. Einfach nur vorbeirennen. Dankeschön. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Da hinten, oder was? Ach, jetzt darf ich das da ganz normal machen. Das war knapp. Gut, da müssen wir einfach nur durchrennen, alles klar. Oh, los, hüpft hoch. Rein da. Alter. Wow. Alter, jetzt wird es wirklich wieder brenzlig. Hätte mal Vorsicht, weil die wieder instant einem schnappen. Hier ist nichts. Doch, hier geht's hoch. War jetzt auch ein bisschen viel des Guten hier, oder? Hoch da. Na, kommst du hier hoch? Ne, da will er nicht hoch. Mhm. Yummy, yummy. Oh, der Part ist wirklich anstrengend. Das ist nicht schön. Macht keinen Spaß. Bin ich ganz ehrlich. Boah.
Lauf! Boah, boah. Boah. Oh Gott. Grabe, 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 grabe. Bitte was? Super. Kann er nicht länger rutschen? Als das bisschen da, was gerade passiert ist? Los, renne! Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Alter Schwede. Huhu. Nein, das war zu voreilig. Bitte. Licht an. Haben wir wieder Licht? Oh, Seife. Oh Gott. Oh Gott. Die armen Leute. Papa. Huh. Kann man anmachen. Och nö, jetzt kommt hier eine Sicherheitsmeldung mitten im Spiel. Das kann doch nicht sein. Jetzt nervt nicht Windows, Alter. Wie kann man das eigentlich abstellen? Gleich mal könnt ihr mal in den Kommentaren mich wissen lassen, wie man den Scheiß abstellen kann, dass er hier nicht irgendwelche Benachrichtigungen anzeigt, weil solange ich hier spiele, das nervt doch voll. Ah, ich sehe schon. Ich hab's verstanden. Boah! Boah! Junge, 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 Junge. So, jetzt können wir den tollen Stuhl schieben. Und nicht schon wieder, nein. Wo? Boah. Was machen wir denn jetzt hier? Indem ich herausgefunden habe, dass ich mit dem rechten Stick die scheiß Kamera drehen kann. Ah. Macht es aber trotzdem nicht umso leichter hier das Ganze. Oh Gott, hinter mir war einer. Den habe ich ja gar nicht kommen sehen. Oh Gott. Gruselige Ecke, sehr gruselig. Upp, anmachen. Das ist nicht gerade sehr schön. Du bleib da, wo du bist. Du auch. Du auch. Du auch. Oh Gott, voll in die Sackgasse. Nein. Haut ab. Nee. Oh, Alter. Geht weg, ihr blöden Hände. So, jetzt brauchen wir die Kugel, oder was? Die können wir dann hier reinschmeißen. Kriegst du das hin? Oh. Wenn du wüsstest, was ich erlebt habe, Schatz. Oh, kommt er nicht ran. Oh. Die weiß ja gar nicht, was wir gerade hier erlebt haben. Die sitzt da. Oh. Sehr schön.
Das ist schön. Ich dachte, das wäre so ein Vieh, was sich hier auch bewegt. Nicht sein Ernst, oder? Oh, jetzt macht das. Super. Juhu, wir sind wieder bei ihr. Hallo. Oh Mann. Können wir gleich wieder mitnehmen und müssen uns dann woanders reinsetzen, oder? Das war wirklich ein echt gruseliger Bereich. Es ist cool, dass sie einem mithilft, ne? Dass sie da gleich mitdenkt und... Jetzt kommt die Lehrerin raus, das wäre ja mal der Knaller, ey. Und einmal ranhüpfen. Wir fahren eine Etage runter. Oder sogar auch zwei. Krass, wie tief fahren wir denn jetzt runter? Oh nein. Nicht dein Ernst. Weiß nicht, welche Art und Weise. Krankenhaus ist schwer zu sagen, weil so viele Verletzte sind oder irgendwie. Oh Mann. Oder heult irgendwas. Ich muss ja sagen, ich finde es ja besser, wenn mein Gegner irgendwie einschätzen kann, als diese komischen Puppen, also lebendige. Oh nein. Bist du da? Wow. Ja, ja. Na, hüpf. Ich muss mich mal drehen. So, jetzt. Haut ab und kommt nochmal wieder, ne? Hier, ne? Kommt da jetzt raus? Oh. So, wir müssen ihn nur aufhalten. Komm. Das ist gut, dass die Six in Ruhe lassen, ne? Sondern nur mich angreifen wollen. Erledigt. Komm, die letzte haben wir noch hier ab. Vorsicht. Geht nicht. Na dann. Komm, zusammen schaffen wir's. Das war eine. Wer hat denn da so geheult? Waren das die Hände? Ich habe keine Ahnung. Uiuiuiuiuiuiuiui. So, meine Freunde. Warte, ich mach kurz die Kamera größer. Was hier an dieser Stelle auf uns zukommt, das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao, dein Bärenkroate, aka Damir. Willkommen in der Endcard. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach ein Like da. Ansonsten, wenn dir der Kanal auch gefällt, ein kostenloses Abo dalassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.